Und somit Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Walkthrough. Kein Let's Play, Walkthrough dieses Mal. Ja, entschuldige mich, ich möchte nur kurz was trinken. Also ich nehme hier noch ein Stück auf, aber ich habe noch mal Durst. Ah, doch nichts über die guten Müllermilch. Und ja, das ist keine Schleichwerbung. Mir schmeckt Müllermilch einfach besser. Ich hätte es auch einfach Milfina von Aldi sagen können, aber das schmeckt mir nicht so. So. Dann legen wir mal los. Sind wir hier im Nexus. Hallöchen. Den hier kennt ihr. Das ist der Crestfallen Warrior. Den gab es hier schon in Demon's Souls. Den gab es dann auch noch in Dark Souls. Und das ist derselbe Sprecher. Also, er ist genauso ein Grießkram. Gut. Ah, du bist durch den Spalt getreten, habe ich recht. Suchst du Dämonenseelen oder die Rettung dieses Landes und im Ruhm eines Helden? Du willst Dämonen jagen? Versuch es mal mit einem der Keilsteine. Geh jetzt, deswegen bist du doch hier, oder? In diesem verfluchten Boletaria. Ja, also, ne, also ich bin hier mit dem Reisebus gekommen, die meinten, hier gibt's Arbeit und dann ne, die Kate halt, ihr kennt sie. So, du bist der Thomas, richtig? Ich bin Lagermeister Thomas. Als die Plage kam, wusste ich nicht, wie mir geschah. Als ich wieder zu mir kam, war ich hier im Nexus. Cool. Aufstoßen. Meine Frau und meine Tochter sind in den Mond zum Opfer gefallen. Ja. In der Schlacht würde ich nichts taugen, doch das Mindeste, was ich tun kann, ist, euch tapferen Dämonentötern zu helfen. Ich nehme dir gerne etwas Ballast ab und lagere dein überflüssiges Gepäck, ja. Genau, Thomas ist unsere bodenlose Kiste, wenn man so möchte. Ja. Wir deponieren mal alles das, was wir nicht brauchen. Also erstmal ganz wichtig, unser Schmiedekram. Hier gibt es nämlich die Gegenstandslast. Das heißt, wenn du da voll bist, also sprich die 86 Kilo, dann war's das. Dann kannst du nicht mehr viel mit dir rumtragen. Und es gibt auch noch die Tragelast mit den anderen. Das ist bestimmt halt eben Midroll, Fatroll und so weiter. Muss ich nicht groß erklären. Wenn du da auf einen bestimmten Wert kommst, dann kannst du dich bewegen wie ein Stein. Dann rollst du einfach nicht mehr. Und hier gab es halt eben noch die Gegenstandslast. Du konntest nur bestimmt viele Gegenstände mitnehmen. Das hatte einen ganz interessanten Twist an sich, weil du hattest halt dann einfach nur noch deine Ausrüstung dabei. Nicht mehr wie heute, wo jemand alles dabei hat, also sämtliche Ausrüstungen, auch welche dir wohl nie anziehen wird. Das war dann ganz nützlich. Das hat eine ganz spezielle Ordnung reingebracht und ich habe das bis heute beibehalten. Ihr wisst, ich habe nie wirklich viel dabei in den Soulspielen. Ja. Sei unbesorgt, bei mir sind deine Sachen sicher aufgehoben. Ja, also der Thomas ist echt ein Guter. Viel Glück. Muss ich nochmal kurz trinken. War gerade wichtig. Hatte du es. So. Viel Glück. Ja, und dann haben wir hier noch unseren Schmied. Hm. Bist du neu hier? Willst du meine Dienste in Anspruch nehmen? Ich bin Baldwin. Nur ein einfacher Schmied. Es ist ganz einfach. Bring mir möglichst viele Seelen. Im Gegenzug gebe ich dir die Waffen oder verbessere die, die du schon besitzt. Ja, mit deinen Seelen kann ich über die Runden kommen und mit meinen Waffen kannst du überleben. Kein schlechtes Geschäft, oder? Ja, Baldwin ist sozusagen unser Andre, unser Schmied unseres Vertrauens, zum Anfang zumindest. Später treffen wir noch jemanden, der für uns weitaus bedeutsamer ist, sein Bruder Ed. Ed. Er heißt so, aber ey, es ist Ed. Ja, und hier musste man auch noch Waffen ab und zu reparieren. War wichtig, war nicht billig, aber war notwendig. Nicht wie in den anderen, in den Dark Souls-Teilen, sag ich mal, oder wie in Bloodborne, wo es halt mal, sagen wir mal, 10 Blutechos gekostet hat oder 10 Seelen. Hier hast du das gemerkt, hier sind 7 Seelen, am Anfang 7 Seelen. Das ist, ja, da brauchst du wirklich alles. Kein Interesse, was? So wirst du hier nicht alt, das steht fest. Ja, also er hat schon recht. Wir müssen dann demnächst schauen, dass wir wirklich dann mal hier in die Puschen kommen. Und hier sind noch ein paar andere NPCs gewesen. Bisher aber nur sie. So. Oh je, wie konnte das passieren?
Hat Gott uns verlassen, weil wir König Alan nicht dem gebührenden Respekt gezollt haben? Oh, Mbasa. Ja, Mbasa ist das Valyrian Nox aus Dark Souls. Hier heißt es Mbasa. Das ist quasi sowas wie Amen. Ach, gut, ist alles Mbasa. Damals in der Beta, da kann ich einen kleinen Schwenk erzählen. Ja, es wird, wie gesagt, das hier wird ein ganz gemütlicher und cooler Walkthrough. In der Zwischenzeit berühren wir mal hier den Keilstein. Da müssen wir nämlich sogar hin. Ins gewählte Gebiet worben. Eine gigantische, aus Stein erbaute Burg im nördlichen Königreich von Boletaria. Dort lauern gierige Soldaten, deren Seelen von Dämonen geraubt wurden und furchterregende Drachen. Yay! Da wollen wir dann wohl hinten. Ja, müssen wir wohl. Was ich sagen wollte. Was wollte ich denn sagen? Verdammt. Oh je. Naja, ihr kennt mich ja. Ihr kennt ja Joe, der sagt hier jetzt was und dann 10 Sekunden später ist vergessen. Ah, Bloodborne. Genau, Bloodborne. Beta, wollte ich sagen. Wegen Mbasa. Genau. In der Bloodborne Beta und Alpha, glaube ich, war es sogar. Da war ja schon Guestcoin mit eingebaut. Übrigens, coole Cutscene. Kann ich aber weiterlabern, weil gibt, glaube ich, keinen Dialog. Hi, Drache. Bist ein Netten. Wisst ihr, warum der nett ist? Schaut mal, da hat seine Brotzeit dabei. Da im Maul. Ganz viele Menschen. Yay. Und guten. Kann ich was abhaben? Nein? Okay, auch gut. Ja. In der Alpha konnte man Gascoin, also den zweiten Boss aus Bloodborne, erreichen. Vater Gascoin oder Vater Rigatoni oder Vater Tortellini. Nein, also Gascoin ist schon sein richtiger Name, aber der Rest ist alles so. Ja, weil es ein bisschen schwer auszusprechen ist. Man konnte Gascoin über Umwege erreichen. Über einen glitschigen Pfad, also einen verglitschten Pfad, wenn man so will. War eigentlich nicht angedacht, war aber möglich. Und da hatte er sogar schon ein Sprachsample. Und ursprünglich sollte er dann sagen, wenn er dich gekillt hat, dass du in Frieden ruhen sollst. Mit dem letzten, wichtigsten Wort, Mbasa. Und das wäre ein unabstreitbarer Indikator dafür gewesen, dass Bloodborne und Demon's Souls miteinander verbunden gewesen wären. Da sie sich dann allerdings anders entschieden haben und haben es entfernt. Und dieser Satz mit Mbasa und auch hier Ruin, Frieden, Bestie, irgendwas, niemals im fertigen Bloodborne war, hat Bloodborne und Demon's Souls nichts miteinander zu tun. Zumindest soweit man bis jetzt weiß. Ja, so weit dazu. Könntest du mal bitte stehen bleiben? Danke. Sehr nett. So. Jetzt. Zap! Ja, ihr wisst also, normalerweise bin ich jetzt nicht so Magie-Fan, aber hier in Demon's Souls macht es das Leben wirklich um einiges einfacher. Übrigens, wenn man stirbt, ihr seht es oben links, dann hat man nur noch die Hälfte an Lebensenergie. War das in Dark Souls 3 war das ähnlich? Und wie auch in Dark Souls 3 gibt es hier einen Ring. Aber der uns nicht die ganze Lebensenergie dann gibt, wie wir in körperlicher Form wären. Körperliche Form bekommt man übrigens auch, wenn man einen Dämonen killt, also einen Bossgegner. Oder durch einen besonderen Stein, da heißen sie Ephemer Augensteine. In Dark Souls ist es halt eben Menschlichkeit oder Menschenbild oder Blut. Genau. Hi. Stich, 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 Stich in die Nieren. Und es war teilweise wirklich sehr dunkel, muss man sagen. Demon's Souls war sehr dunkel. Aber das war gut, weil es hatte halt wirklich dadurch Atmo. Seht ihr? Hier, das war bedrückend hier. Aber es war halt schön. Wisst ihr? Also es hatte eine schöne Dunkelheit an sich. Man konnte nicht viel sehen. Nur in der Nähe, wo du warst. Und ich musste auch nicht alles sehen. Was ich sehen wollte, wenn ich was erkunden wollte, dann hatte ich doch einen Anreiz, hier will ich mal zu schauen. Hier, ey, cool. Hier hat einen Tisch hier mit einem Buch und bla und blub. Das ist doch geil.
wenn man sehen wollte, und heute ist alles teilweise so hell in den anderen Souls-Teilen und Bloodborne, dass du halt alles siehst. Ne? Also das ist jetzt nicht so. Ich weiß auch nicht. Meins wäre es, naja, also es ist jetzt nicht negativ, aber sie können doch gerne schon in Zeiten, wo es jetzt Fackeln und so gibt. Hier hat man übrigens was anderes, das heller macht, weil sonst wäre es ja um uns rum auch immer stockfinster. Seht ihr, bei meinem Charakter so ein gelbes Licht dahinter, seht ihr? Und an unserem Gürtel haben wir hier so diesen leuchtenden Stein. Dieser leuchtende Stein ist sogar ein Schlüsselgegenstand, das ist der Augit der Seelen. Stein, der Seelenlicht ausstrahlt. Ein Stein, der das Licht der Seele erstrahlen lässt. Je nach den Seelen in der Umgebung ändert sich die Farbe des Lichts. Er wurde von Geri, einem Freund des weißen Freak, hergestellt, der für sein magisches Geschick bekannt ist. Er ist leicht und einfach zu benutzen, deshalb wird er von den Reisenden oft verwendet. Ja, in Kurzform, man brauchte hier keine Fackel, man hatte hier seinen Leuchtestein. Und das hat's getan. War gut. Brauchte man nicht mehr. Fand ich okay. Ich musste nicht alles sehen und ich habe gesehen, was ich sehen musste. Und wenn ich mehr erkunden wollte, da habe ich eben erkundet. Hat das Erkundergehen ein bisschen ausgereizt, wisst ihr? Ja, aber seht ihr hier, düsterer Gang. Und dennoch sehe ich genug, wie ich sehen muss. Wenn da ein Gegner ist, dann musst du vorsichtig sein. Dann ist einfach halt Schild hoch, langsam machen. Und wenn du verreckst, dann warst du selbst schuld, weil du bist ihm direkt in die Arme gerannt. Weil du zu schnell vermutlich dann warst. Nicht immer ist es der Fall, aber Vorsicht war hier immer noch die Mutter der Porzellankiste, also würde ich, ja. Wie ich kann es mir erlauben, ich kenne ja das Spiel noch einigermaßen, dass ich hier wirklich ab und zu mal rennen kann. Die Dreistigkeit nehme ich mir jetzt einfach mal raus. Aber ein Anfänger würde jetzt sagen, lass dir Zeit und nur wo du wirklich schon warst, kannst du mal überlegen durchzulaufen, aber ich würde es dir nicht raten. Wie hier. Ich weiß, dass ich hier durchrennen kann. Dass ich hier nicht stehen bleiben sollte, weil hier die ganzen Draglings sind. Oh oh. Und dass sie ziemlich böse Aua machen. So. Und der Typ, der uns dahin mit Molotow-Cocktails beschmeißt. So. Das haben wir mal. Und dann geht's hier direkt weiter. Wir müssen auch ziemlich bald einen anderen Schild finden. Mit dem kommen wir nicht wirklich weit. Der hat keine 100% Abwehr und ich... Okay, er ist klein und er ist handlich, aber es ist nicht meine Wahl. Wenn man bedenkt, wir haben gerade da drüben angefangen. Da war der Brunnen und wir sind jetzt den ganzen Weg hier schon mal gelaufen. Und es wirkt so, wenn man jetzt hier steht, wie weit, dass man den Weg schon zurückgelegt hat, wie weit ist man schon gekommen. Und es hat halt eine tolle Weitsicht. Es ist nicht so trist, wie... Also ich sage einfach mal, wie den Dark Souls Spiel, okay, Dark Souls 1 hatte auch noch dieses Gefühl hier. Wo man so eine Weitsicht hatte, das Wasser bewegt sich dahin zum Beispiel. Das war cool. Aber in Dark Souls 2 und Dark Souls 3 hat das wirklich sehr stark abgenommen. Okay, in Irithyll kann man, oder sag mal, in Anor Londo kannst du noch Irithyll sehen. Aber es wird nicht mehr so lebendig wie hier durch dem Wasser, der sich da unbewegt. Und halt allgemein hier das lodernde Feuer und irgendwie Gegnerleichen, die wohl liegen könnten und da die Kisten, die man sieht. Das ist was ganz anderes. Das hat was so, wirklich, da lebt die Welt noch. In Dark Souls 3, da wird das halt einfach nicht mit reingespawnt. Dann, das ist halt einfach weg. Das ist ein bisschen blöd. Das macht nämlich eben Atmosphäre aus, das Ganze. Und deswegen, ich hoffe bis heute immer noch, dass sich irgendwann mal Sony erbarmt und bringt einen Remaster von Demon's Souls. Ich will kein neu gemachtes, also ich würde auch nicht zu einem neu gemachten Nein sagen, aber sogar schon ein Remaster würde mich, ja, da würde ich mich freuen, aber ja, die wirklich, sie remastern momentan so viel Scheiße und die Leute wünschen sich wirklich ein Demon's Souls, weil sie wirklich auch viele verpasst haben und Souls-Spiele sind ja wirklich wie, wenn du früh zum Bäcker gehst und bekommst auch warme Brötchen. Das reißen dir die Leute aus den Händen. Und so wird es auch hier sein. Und Sony sitzt hier quasi auf einer Goldader und... Ja... Ich meine, okay. Demon's Souls ist im PlayStation Now Programm. PlayStation Now ist ein Streamingdienst von Sony, den sie für die PlayStation anbieten. Das ist schön und gut. Aber... Dieser Streamingdienst existiert nicht in Deutschland. Momentan, glaube ich, ist die Beta in Belgien, Frankreich und... Noch irgendwo. Und letzten Endes ist es halt auch nur ein Streaming-Dienst. Wenn du dann nicht ein gutes Internet hast, dann ist drauf geschissen.
Ist er? Demnach, ich habe damals auch überlegt, ob ich mir vielleicht mal aus einem amerikanischen Store oder so, Entschuldigung, laden soll. Entschuldigung nochmal. Aber ich habe die Verbindung getestet, es hätte genügt, aber auf der anderen Seite, ich weiß ja nicht, wie zwingend notwendig eine gute Verbindung da dabei ist. Übrigens, ihr kennt Dark Souls 3, den blauen Ritter, kurz bevor man zu der alten Dame kommt, die einem den Stofffetzen gibt, den man dabei Wort braucht, dass man da weiter kann. Also ein blau gekleideter Ritter, der ist ziemlich übel drauf. Das ist eine Anspielung auf den da. Hier war es der Rotaugenritter, Red Eye Knight. Der war ein ganz großes Arschloch. Der ist aber auch der Farming-Spot schlechthin, muss ich echt sagen, weil der gibt ein paar tausend Seelen. Und gerade so als Magier spammst du den einfach die Hucke voll. Zack, und da ist der Schild wieder weg. Und jetzt haben wir ihn gleich. Aber ich rede jetzt mit dir. Oder lasst euch nicht davon treffen. Das wäre ein Instant-Kill. Ihr seht, 2070 Seelen, das ist enorm viel. Und das Gras, das er gerade gedroppt hat, das ist ein sehr gutes Gras, das ich wirklich nicht verschwenden möchte. Das lassen wir mal. Ne, das legen wir erstmal ab. Oh, und was haben wir hier? Eine unbekannte Heldenseele. Übrigens, Seelen kann ich euch hier mal zeigen. Die wiegen nichts. Also, die braucht ihr eigentlich nie in Kisten ablegen oder so. Und alles andere wie hier, das wiegt 0,3 Kilo. Ich sage jetzt einfach mal als Angabe Kilo. Weil, kann man sich besser vorstellen, Gras ist eigentlich relativ leicht. Also, ich sag mal, 10 Gräser wiegen dann 1 Kilo oder halt. Ja, sagen wir Gramm und Kilo und sagen wir 10 Gräser wiegen ein Kilo, also ja, es ist jetzt nicht, dass man da sagt, oh, ich darf kein Gras mitnehmen, das wiegt nichts, das kannst du vielleicht mitnehmen. Das geht natürlich. Und das hier sind die normalen, das sind die Lothric Ritter gewesen. Das sind Abklatsche von, jeder Lothric Ritter ist ein, ist ein Abklatsch von dem hier. Von den proletarischen Blauaugenrittern. Es ist halt wirklich so. Es ist jetzt nicht, weil ich schlecht reden will, aber sie sind ein Abklatsch. Offensichtlich, weil sie haben halt nur die Farben geändert. Das da unten werde ich mir jetzt gleich holen. Gleich. Weil wenn ich da jetzt runtergehe, muss ich den ganzen Weg da nochmal laufen und das machen wir gleich. Wie gesagt, wir haben ja Zeit. Und wenn die Folgen hier so ein bisschen länger werden, wir haben ja so 25, 27 Minuten. Oh, da oben habe ich was vergessen. Dann ist es voll okay. Auch wenn ich mal eine Folge 35 Minuten lang mache, ist doch scheißegal. Das ist ja alles noch im Rahmen des Möglichen. Die 10 Minuten hin oder her. Wie gesagt, es ist ein Walkthrough, es ist kein Let's Play. Ich weiß ja genau, was ich tue. Und ich werde so ziemlich alles zeigen und hoffentlich das ein oder andere neue, das ihr noch nicht kanntet. Und für die, die es gar nicht kennen, ja, dann ist halt eine kleine Zeitreise und ihr wisst einfach, mit was der ganze Souls-Kram angefangen hat. Und was halt mein persönlich liebster Souls-Teil ist. Ja, die Ketten hier kann man kaputt schlagen. Da wurden zwei Frauen daran aufgehangen. Erhängt, wenn man so möchte. Und da werden wir uns dann gleich drum kümmern, was die für uns hier bereit gehalten haben. So, hier unten ist ein Dragling-Hinterhalt. Aber weil wir ein Royalty haben, und besser gesagt ein Royalty spielen, der magische Fähigkeiten hat, werden wir uns da einfach aus der Ferne darum kümmern. Wie gesagt, als Royalty ist es keine gute Idee, zumindest jetzt noch nicht in den Nahkampf zu gehen. Wir haben Rapier, wir können parieren, also wir können guten kritischen Schaden machen, aber wir sind nicht so ein Ritter, der jetzt hingehen kann und Schaden fressen. Das ist jetzt nicht so gedacht. So, Ring der Ring der Adhäsion. Vermindert den TP-Verlust in Seelengestalt. Den gibt's auch in Dark Souls 3. Ein mysteriöser Ring in der Form eines Auges vermindert für den Träger den TP-Verlust in Seelengestalt. Den nehmen wir auf jeden Fall. Und wie ihr oben seht, haben wir schon mal deutlich mehr Lebensenergie. In Werten würde ich sagen, anstelle von 50% hast du jetzt dann schon gute 73 oder 70% Lebensenergie wieder. Es ist auf jeden Fall jetzt ein deutlich schöneres Gefühl, jetzt zu laufen. Halt, wir müssen nochmal zurück. Ich kann dir was zeigen. Und zwar war hier der Schallfaden. Der Fallschaden, meine ich. Der Fallschaden war
deutlich humaner als in den Dark Souls Spielen. Also du kannst wirklich aus großen Höhen fallen, es macht zwar einen Schaden, aber es ist nie, dass du irgendwie Panik bekommen müsstest. Altes zerfetztes Gewand, das alte zerfetzte Set und altes Gewürz. Altes Gewürz regeneriert Mana. Das ist das bessere Gewürz davon. Es gibt noch grünes Gewürz, das regeneriert ein bisschen weniger Mana. Aber ich equip das nicht, weil wir regenerieren ja von uns aus Mana, das tut's dann. Dieses Gewand hier. Gewand aus mehreren Schichten zerfetzten Stoffes. Es ist zerrissen, die Nähte platzen auf und etliche unansehnliche Insekten haben sich in seinem Inneren eingenistet. Keine vernünftige Person würde so etwas tragen. Das ist das Gewand einer Hexe. Hier wurden zwei Hexen aufgehangen und diese zwei Hexen waren die Frau und die Tochter von Thomas, dem unseren Lageristen, wenn man so will. Ja, der Haarschmuck, der Haarschmuck gehörte seiner Tochter, ja. Also lass dir davon jetzt nicht trüben, dass jetzt hier männliche Leichen liegen. Die hatten einfach als Modell keine weiblichen. Deswegen haben sie halt das genommen. Besser als gar nichts, sag ich mal. Wenn jetzt hier einfach nur Gegenstände gelegen wären, das wäre auch ein bisschen blöd gewesen. Also ich finde das vertretbar. Für das Alter des Spiels ist es okay. Kann man nichts sagen. So, wo haben wir denn den Ja, der Haarschmuck hier? Ein einfacher Ja, der Haarschmuck, ob er wohl einem armen kleinen Mädchen gehört? Ja, Thomas' Tochter. Thomas, wie gesagt, seine Frau und seine Tochter wurden geschnappt und wurden der Hexerei bezichtigt und aufgehangen. Seine Frau war wohl tatsächlich eine Hexe, weil sie die Hexenkleidung trug. Ob sie eine gute oder schlechte Hexe war, das lassen wir mal dahingestellt. Ich gehe mal von dem Guten aus. Die wurde halt einfach aufgehangen. Vielleicht war sie magisch begabt, haben sie aufgehangen. Seine Tochter gleich mit, weil Hexentochter und so, Hexenkind, ihr wisst Bescheid, auf was ich hinaus will. Das war damals einfach so. Und dann haben wir hier noch eine Leiche. Eine leichte Armbrust und einen Holzbolzen in der Zahl 16 Stück. Oh. Und dann sind wir krepiert. Gott sei Dank haben wir die Abkürzung aufgemacht. Ist jetzt nicht so tragisch, wie gesagt. Aber ich glaube, der Gegner hat es überlebt. Also wir hätten das auch überlebt, hätten wir ein bisschen mehr Lebensenergie. Wie gesagt, wir sind ein Adeliger, ein Royalty. Wir sind ein Papiertiger im Kampf. Wir sind eher der Fernkämpfer und ich hätte den Gegner wohl wirklich besser zu Tode gezaubert, als auf ihn einzuschießen. Naja, ist zum Glück nicht so tragisch. Warum? Das seht ihr gleich. Ich reg mich da gar nicht erst drüber auf. Weil, mein Gott, sind wir mal gestorben. Es gibt ja auch Weltentendenzen. Das erkläre ich euch aber dann noch ein anderes Mal. Die beeinflussen die Welt an sich. Eine Weltentendenz kann ins Gute oder ins Schlechte laufen. Ins Gute, wenn man einen Dämonen killt. Die Weltentendenz seht ihr übrigens oben rechts. Das ist das Auge, Palast von Boletarion Schiff, so seht ihr. Und dann kommt so ein, zwei so Kringel und in der Mitte so ein Auge. Dieses Auge verfärbt sich ins Weiße, wenn man Dämonen killt. Und ins Schwarze, wenn man in menschlicher Form, also in körperlicher Form, in einer Welt krepiert. Darum werde ich wohl das Spiel größtenteils in Seelengestalt absolvieren, weil sicher ist sicher. Und man kann diese Veränderung ins Negative umgehen, also die Gefahr, dass man körperlicher, menschlicher Form stirbt, indem man sich einfach im Nexus killt. Das ist das Sinnvollste, was man tun kann. Ja. Und wie ihr seht, wir haben ja hier erst wirklich diesen feinen Shortcut hier geöffnet. Und es kommt uns natürlich jetzt durchaus zugute. Weil. Zack, oh oh. Na, du Lump. Weil. Wir sind ja da oben gleich gestorben. Und ich muss da natürlich hin, weil ich möchte meine Seelen wieder. Aber wie gesagt, ist jetzt nicht so tragisch. Also wir haben jetzt gesehen, eigentlich ganz praktisch sogar, was die Höhe ist, wo man momentan stirbt. Also das ist schon viel. Ist er tot? Jo.
Ist vertretbar. Es ist jetzt ein Haushalter gewesen und ich meine, mein Gott, dann bin ich halt mal gestorben. Aber hallo, ich meine, das ist ein Soulspiel, da gehört das Sterben einfach dazu. Das ist das erste Soulspiel, da sind Tode noch. Naja gut, die waren nie was, wo man stolz drauf sein sollte. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Ja! Na, rollen wir mal hier durch. Tuck, 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 tuck. Ich glaube, unseren Blauaugenritter können wir da oben auch gleich wieder metzeln, wenn ich noch richtig weiß. Und den roten können wir auch nochmal mitnehmen. Das ist immer, glaube ich, ein ganzer Batzen Seelen, den wir dann mehr bekommen. Oh oh. Autsch! Zack! Dann haben wir den hier schon. Allerdings bin ich jetzt nicht dumm. Und ich mache mir hier schon mal den Weg im Vornherein sauber. Weil ich da recht wenig Lust habe, dann beim Raufgehen nochmal von dem Typen hier gestört zu werden. Das ist nicht so geil. Dann machen wir es einfach gleich hier. Da haben wir unsere Ruhe. Und fertig. So, wunderbar. Haben wir das hier. In der Zwischenzeit kann sich unsere Magieleiste ein bisschen regenerieren. Ich muss da eh runter, weil ich glaube, da unten müssten meine Seelen liegen. Dann sehen wir das auch gleich. Jo, da. Genau wie in den Dark Souls Spielen. Auch so eine Blutlache mit so grünen Geblubber und dann ist das okay. So, das machst du nicht nochmal. Zack. Wieder fliegt die Fluchbahn von dem, die schon ein bisschen. Ja, also das ist so schon. Kriegt der Fluch mal gut geschrieben oder wie ist das bei dem? Nur so aus Neugier. Genau, dann können wir hier landen, dann sind wir hier und wunderbar. So, da entlang und da entlang. Sehr schön. Die werde ich mich jetzt nicht großartig kümmern, sondern nur um den hier. Zack, da ist der tot. Da ist der tot. Ach ja, wunderbar. Ach so, und sollte dann tatsächlich irgendwann einmal... Oh, hallo. Mein Tracking-System funktioniert aber gut, ist uns aber ganz schön weit verfolgt. Oh, hi. Na? Stirb. Drop was, bitte. Nein, dann eben nicht. Was ich sagen wollte, sollte Demon's Souls irgendwann mal doch als Remaster kommen. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Sollte ich da nicht verhindert sein durch irgendwelche jegweren Umstände, man weiß ja nicht, man weiß ja nie, was morgen los sein kann, wird es versprochen, das wird kommen. Todsicher, let's play. Kein Walkthrough, weil das habe ich da noch nicht gespielt und es kann ja dennoch ein bisschen was anders dann sein. Es kann sein, dass sich was ändert. Es kann sein. Und deswegen ein Let's Play dann. Aber hier erstmal ein Walkthrough. Und dann kümmern wir uns hier noch um diesen Spaten hier. Ja, komm her. Komm her. Ja, jawohl. Tot. Und da haben wir noch einen, den wir ganz gemütlich backstabben. So, dann sind wir erstmal hier. Aber. Jetzt droppt auch noch eine helle Bade. Ich meine, okay, es ist gut. Cool, er droppt eine helle Bade. Aber auf der anderen Seite, er droppt eine helle Bade. Die helle Bade, die wiegt 3,5 Kilo. Und meine Tragelast ist bei 39,9. Also ich kann nicht mehr die Welt nehmen. Übrigens, man kann da auch zuschauen, wie die MP-Leiste sich wieder füllt. Das ist auch schön. Ja, und wir kümmern uns gleich um den Rotaugenritter. Ich habe es nicht vergessen. Aber ich mache jetzt hier erstmal weiter, weil wir haben unseren ersten richtigen NPC. Das hier ist Ostrava. Ostrava von Boletaria, der Kronprinz des Reiches, also der Prinz von König Alland, der Sohn. Ist allerdings ein... Ja... Naja, Ostrava ist mehr so der Siegmeier des Souls, wie man sowieso eine Art tragischer Held. Und man muss hier die Draglingsfilm beseitigen. Vielen Dank für die tapfere Rettung. Ich bin Ostrava vom Boletaria. Nimm dieses als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ein Missing-Teleskop.
Ja, das ist wie das Fernglas in den Dark Souls Spielen. Nur ein bisschen schlechter. Man kann es am besten vergleichen mit dem Monokel aus Bloodborne. Es vergrößert nur, aber man hat keine Ego-Sicht. Also man hat so einen Überschulterblick ein bisschen näher. Ey, tritt einfach mal die Tür auf. Ostrava. Oh je, wir müssen den Jungen helfen. Ostrava hält schon einiges aus, so ist nicht, aber ohne Hilfe würde der, oder ohne uns würde der hier keine 20 Sekunden überleben. Achso, und hier ist es genau wie in den anderen Souls-Teilen. Friendly Fire ist natürlich anders, wenn wir nicht aufpassen und wir erwischen. Oh, au, Ostrava, der uns nicht hilft. Ja, wir sind ja auch Verbündete, du standst nur gerade etwas ungünstig. So, das will ich gar nicht ausgerüstet haben. Und ich muss mich jetzt beeilen, weil sonst geht der Dumbatz hier noch drauf. Leider hat er nicht die beste KI bekommen. Was ein bisschen schade ist, weil die anderen, es kommt noch NPCs dazu, die sind deutlich kampferprobter. Die sind nicht so... Also der Schaden, den er aushaltet, der ist schon eine Hausnummer, aber er ist halt ein Volltrottel. Er bekommt es nicht gebacken, einen Gegner anzugreifen. Was natürlich auch so gedacht ist, weil wenn hier der Terminator rumlaufen würde, dann würde alles euch hier platt machen. Wo wäre dann noch eure Lernkurve? Das wäre auch Quatsch. Jo. Wie gesagt, die Folge wird ein bisschen länger. Wir machen hier dann noch den Gebietsboss. Und so will ich die Folgen auch ungefähr einteilen. Also pro Folge werde ich schauen, dass ich immer einen Boss mit reinbekomme. Es wird nicht immer so sein. Aber ich werde mein Bestes geben, dass es eintritt. So. Hartsteinscherbe. Diese Scherben sind übrigens Titanit. Und davon gibt es allerdings deutlich mehr Größen und Variationen wie in den Dark Souls Teilen. Schmieden war hier wirklich, man musste sich überlegen, was man verbessert. Nicht wie in, ich sage jetzt wieder die Dark Souls Teile, da hattest du deine Titanit und fertig. Und hier gibt es wirklich für alles. Du brauchst hier diese Scharfsteine oder diese Hartsteine, dass du eine Waffe überhaupt erstmal auf Plus bekommst. Hartsteine für stumpfe Waffen und Scharfsteine für scharfere Waffen wie Krummsäbel. Kann ich den nehmen? Das wäre ein Traum. Kann ich den nehmen? Krummsäbel. Können wir tragen? Ja, wunderbar. Krummsäbel ist top. Besser als hier Rapier. So, Ostrava. Hast dich schon wieder in den Schlamassel reingeritten. Mein Gott, Junge. Dich kann man nicht mal alleine auf den Zebrastreifen schicken. Selbst da würdest du vom Kinderwagen überfahren werden. Nee, aber sonst, er ist schon ganz okay. Seine Waffe ist eigentlich sehr cool. Finde ich eine richtig stylische Waffe, aber er ist halt eine Plötz. Und damit meine ich jetzt nicht das Pferd vom Witcher, sondern er ist eine richtige Plötze. Eine richtige, ja, so ein richtiger... Doch, ich glaube, das Pferd trifft ganz gut so. Wie kommst du jetzt aufs Hausdach? Ostrava, wieso lässt du dich da so vermöbeln? Doch, ich glaube, der Entsetztheitspunkt, der kommt da ziemlich nah ran. Ups. War mein Fehler. Ich wollte da eigentlich, ja, also ist jetzt auch egal. So, und Ostrava wird nicht weiter wie hier gehen. Da läuft jetzt hier da drin immer seine Route ab. Und das ist auch ganz gut, weil dann haben wir die Last wenigstens schon mal von den Backen. So, aber die Katie macht das schon. Die Katie hat schon ganz andere Scheiße erlebt. Nicht wahr, Kate? Erinnerst du dich noch? Janam und so, ne? Das waren noch Zeiten. Ja, genau, also... Meine Schuld wäre es ja nicht, ne? Ich meine ja nur, also brauchst nicht böse auf mich sein. Au, ups. Kate, weniger mit mir reden, sondern hier mehr, ne? Das wäre schon mal ein Vorteil. Ich sag's ja. So. Übrigens hat es gerade einen äußerst stylischen und schicken Pfeil im Kopf, Kate. Ja, du bist die Beste, ja, genau. Ja, und hier gab es das übrigens auch schon, dass man hier mit Bewegungssteuerung Gesten ausführen konnte. Das fand ich ganz nett und das, ihr kennt das ja aus meinem Let's Play zum Beispiel. Das ist immer so ein ganz nettes Gimmick, wenn man das Menü nicht aufrufen muss, hat halt hier eben so eine geläufigsten Gesten auf einer Hotkey-Bar oder quasi einer Hot-Bewegungsbar, sag ich mal,
Das ist ganz brauchbar. Das kommt halt gut für so Let's Plays. So. Da haben wir das hier. So, Bewegungsfallschaden. Hat er es überlebt? Hat er. Als Beispiel, also hier seht ihr zum Beispiel, der Fallschaden ist jetzt nicht so brachial. Mein Mana regeneriert sich halt leider mal gar nicht. Wir müssen den Rotaugenritter immer noch machen. Und ja, ich weiß, wir müssen ein Stückchen zurück, aber wie gesagt, wir haben ja Zeit, dann wird die Folge halt einfach mal doppelt so lang. Scheißegal. Wir haben hier Spaß. Da ist eine Folge einfach mal eine Dreiviertelstunde lang. Man schaut sich ja sonst nichts an. Würde ich jetzt zwei Folgen hintereinander anschauen, hätte die im Endeffekt genau dasselbe. Wenn die Folge allerdings eine Dreiviertelstunde lang ist, dann werde ich einen kleinen Cut setzen müssen, glaube ich. Jo, hi. Ja, hier haben wir noch Vögel. Und hier haben wir einen Dreckling-Händler. Guten Tag, willst du dir meine Waren ansehen? Das meiste ist geklaut, aber wen stört das schon? Ja, eigentlich schon. Also, hier kann man eben Gräser kaufen, die werden wir uns aber nicht kaufen, die Sichelmund, sondern nur diese hier. Aber als allererstes möchte ich hier eine Waffe. Und zwar, du hast doch was Nettes im Angebot, oder? Nee, hast du nicht. Gib mir mal... Dann nehme ich doch da zwei von den Gräsern. Eins bitte noch. Dankeschön. Thanks for that. Come back soon. Vielen Dank. Schauen wir wieder rein. Alles klar. Ab wann darf ich Paypal-Punkte einlösen? Ah, ja. Wunderbar. Wunderbar. Ja, den werden wir später nochmal begegnen und dann hat er deutlich interessantere Sachen dabei. Da wird er wohl auch mal zuschlagen, aber momentan, da brauchen wir meine Seelen noch fürs Aufleveln. So, jetzt muss ich mal gucken. Wir sind bei 36 Minuten oder so. Machen wir den Rotäugigen noch? Dann würde ich doch sagen, eher mal, hauen wir einen Cut rein und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Haben wir halt die Folge mal keinen Dämon, aber ich erkläre so viel ich kann und dann ist das doch auch okay. Ne? Machen wir es so. So, hallo Rode. Nach 3 Schuss lässt er immer seine Verteidigung fallen. Müssen wir jetzt quasi noch einmal schaffen. Oh, das wird eng. Das wird sehr, sehr eng. Das wird sehr, 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 sehr eng. Da mache ich mich gar nicht verrückt, dass er da hinter uns läuft. Ist er schon da? Nee. Der darf dahin rumtouren. Dann nehme ich halt mal ein altes Gewürz, weil ich will euch das jetzt nicht antun, hier so eine Dreiviertelstunde einfach nur rumstehen. Davon hat ja keiner was. Ja genau, du sollst blocken. Block euch weiter, weil das ist dein Todesurteil. So. Keine Sorge. Ja, jetzt haben wir auch seinen Schaden gesehen. Ups. Ja, da war die Balliste im Weg. Naja, aber das ist, glaube ich, ein ganz günstiger Zeitpunkt, um einen Cut zu setzen, würde ich mal sagen. Ja, ich sage es so, ich sage dann so, ihr wisst das, aber hey, die Folge ist jetzt fast 40 Minuten lang, also sag ich mal herzlichen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge. Demon's Souls, Kate, möchtest du unseren Zuschauer auch noch verabschieden? Nicht mich, achso, wenn man hier X gedrückt ist, kann man das Menü aufrufen, also werden wir mal winken. Dann sage ich mal Tschüss, ne? Ja, das macht sie. Also, bis denn dann, ne? Wir sehen uns. Tschüssi.